Ganz liebe Grüße am Anfang von Part 7 von Let's Play The Whispered World. Ein Part, in dem die Farben zurück in die Welt kommen. Und ich habe ja hier am Ende vom letzten Part spekuliert, dass da hier das Bild eingefärbt werden soll oder sowas. Ich habe mir aber beim Angucken vom letzten Part dann so als Gedanken gehabt, beide Zettelhinweise, die wir jetzt gekriegt haben, hatten mit einer Uhrzeit hier auf dieser Uhr zu tun. Vielleicht, ziemlich wahrscheinlich sogar, ist das hier wieder eine Uhrzeit-Thematik. Schauen wir mal kurz nochmal auf den Zettel und lesen ihn. Das Licht fällt genau auf diesen Zettel hier. Kann das Zufall sein? Nein, ich habe mich wieder vertan. Verzeihung. Jetzt scheint das Licht auf diesen Zettel hier. Da steht, die Farben kommen zurück in die Welt. Ja, was haben denn die Farben hier mit der Uhrzeit zu tun? Ich könnte mir höchstens überlegen, wann kommen die Farben zurück in die Welt bezüglich der Uhrzeit, wenn die Nacht vorbei ist. Aber wann ist denn die Nacht vorbei? Ah, nein, will ich nicht überspringen, sorry. Klick immer da oben drauf. Da geht's raus. So, ich werde nochmal Zettel. Ah, aufstehen, Probenbeginn bei Sonnenaufgang. 5.30 Uhr könnte es das sein. Der Stundenzeiger auf 5. Verzeihung. Minutenzeiger auf 30. Knopf. Klingt gut. Wer ruft mich? Das war wohl ich. Er soll näher treten. Ich sehe nur ein Kind in einem Clownskostüm. Ich bin Schausteller. Der Schausteller hat sich verlaufen. Mein Name ist Sedgwick und ich habe mich nicht verlaufen. Ich suche nach Shana. Ich bin Shana. Ja, das habe ich mir schon irgendwie gedacht. Denken kann er also auch. Und trotzdem ist er hier, wo er nicht hingehört. Er darf vorerst sprechen. Was will er von Shana? Wer schickt ihn? Oh, das ist aber mal eine interessante Kreatur, Leute. Ein Chusky namens Bobby schickt mich im Laufe des Königs unterwegs. Niemand schickt mich. Ich arbeite allein. Nein, wir bleiben natürlich auch bei der Wahrheit. Ein Chusky namens Bobby schickt mich. Der Clown redet Unsinn. Die Wege der Chusky sind gefährlich. Kein Chusky wäre so verantwortungslos, ein unnützes Kind für seine Sache einzuspannen. Vielleicht bin ich ja nicht ganz so unnütz, wie ich aussehe. Er zweifelt an seiner eigenen Rede. Für wie nützlich hält er sich denn? Naja, es stimmt schon, dass ich häufig Dinge fallen lasse. Ich bin auch nicht so stark und sportlich wie mein Bruder. Genau genommen gibt es nichts, was er nicht besser könnte, aber... Das reicht. Ich habe genug gehört. Wenn es diesen Chusky tatsächlich gibt, möchte ich persönlich mit ihm reden. Warum kommt er nicht selbst, sondern schickt ein unnützes Kind? Sie redet immer von unnützes Kind und redet von Sedgwick in der dritten Person. Sehr interessant. Er wurde von den Askil überfallen. Er hat mir erzählt, dass du Träume deutest. Er wurde von den Askil überfallen. Er wurde von den Askil überfallen. Die Aski sind noch nie bis in den Herbstwald vorgedrungen. Steht es denn wirklich schon so schlecht um diese Welt? Das ist tatsächlich beunruhigende Kunde. Und nun? Kannst du ihm nicht irgendwie helfen? Wenn er tatsächlich ein Chusky ist, dann kann er sich selbst helfen. Okay. Er hat mir erzählt, dass du Träume deutest. Er hat mir erzählt, dass du Träume deutest. Der Chusky hat ihm eine wichtige Information vorenthalten. Shana deutet Träume für wichtige Personen, nicht für Clowns. Oh, aber meine Träume haben etwas zu bedeuten. Ich bin nicht als Clown hier, ich helfe Bobby bei seiner Mission. Ich gehe nicht, ohne dass du meinen Traum gedeutet hast. Oberstes? Aber meine Träume haben etwas zu bedeuten. Es ist nicht an ihm, das zu entscheiden. Na gut, dann sag du mir doch einfach, ob sie etwas zu bedeuten haben oder nicht. Ich meine, du bist doch die Expertin. Ich bin ein Orakel. Ich sehe Dinge, bevor sie passiert sind. Dass ich einen Clown tröste, der schlecht geschlafen hat, sehe ich nicht.
Aber du hast auch nicht gesehen, dass er auftauchen würde, der Clown. Ich bin nicht als Clown hier. Ich helfe Bobby bei seiner Mission. Ich bin nicht als Clown hier. Ich helfe Bobby bei seiner Mission. Er hat mir sogar den Flüsterstein anvertraut. Was sagt er da? Der Flüsterstein ist hier im Herbstwald? Er soll ihn zeigen. Nun, ich habe ihn nicht direkt parat. Unglückseliger Tollpatsch! Der Flüsterstein ist ein äußerst wichtiges und mächtiges Objekt. Er muss auf der Stelle zurück zum Palast gebracht werden. Okay, was passiert denn, wenn der Flüsterstein nicht nach Corona gebracht wird? Was passiert denn, wenn der Flüsterstein nicht nach Corona gebracht wird? Der Flüsterstein ist ein mächtiges Objekt. Das sagtest du bereits. Solange der Stein nicht an seinem Platz im königlichen Palast ist, ist das Gleichgewicht der Welt außer Kraft. Diese Welt wird zugrunde gehen. Wie in meinem Traum. Der Clown hat vom Ende der Welt geträumt? Yep. Dann war es kein Traum, sondern eine Vision. Das versuche ich dir doch schon die ganze Zeit zu sagen. Nur sehr wenige Menschen können das Ende im Traum sehen. Ich muss mehr darüber wissen. Ich spüre, dass sich in diesem Traum eine mächtige Prophezeiung verbirgt. Dann wirst du mir also sagen, was er zu bedeuten hat, ja? Ja, aber es wird ihm nicht gefallen. Ist das schon Teil der Prophezeiung? Mit übernatürlichen Kräften herumzuspielen ist keine Zirkusnummer. Er wird Dinge hören, die nie für menschliche Ohren bestimmt waren. Ich höre jede Nacht Bens Schnarchen. Mich kann nichts mehr schocken. Der Clown glaubt, ihn könne nichts mehr erschüttern. Er ist ein Narr. Was hat mich verraten? Die Bommeln? Er nimmt es nicht ernst. Es könnte ein Fehler sein, ihm sein Schicksal zu offenbaren. Nein, nein, ich bin ja schon ganz ruhig. Es tut mir leid. Ich bin nur aufgeregt. Bitte rede weiter. Also gut. Er soll mir seinen Traum in allen Einzelheiten berichten. Naja, da ist erst einmal diese Felsenlandschaft. Alles ist zerstört. Ich laufe so schnell ich kann, denn die Felsen geben unter meinen Füßen nach. Da bemerke ich plötzlich ein blaues Licht und... Hallo? Shana? Shana? Du wirkst plötzlich etwas... Ich weiß auch nicht... verkrampft. Das ist nicht übel. Irgendwie schräg, aber... Okay, genug davon. Es wird jetzt schon ein wenig unheimlich. Shana, wäre es vielleicht möglich, dass... Sethwick! Diese Welt ist im Untergange begriffen. Wie die Welt aus deinem Traum wird auch sie verfallen. Du, Sethwick, hast das Schicksal dieser Welt in deinen Händen. Okay. Und du wirst derjenige sein, der diese Welt zugrunde richtet. Was? Es ist dein Schicksal, diese Welt zu zerstören. Was? Nein, nein, stopp! Shana, nein! Du musst dich irren. Hey, du warst noch nicht fertig. Ich soll die Welt doch bestimmt, retten. Oder wie? Das war eine mächtige Vision. Was habe ich erzählt, als ich in Trance war? Ja, das sollten wir nochmal besprechen. Vielleicht später? Der Clown muss mir erzählen, was ich ihm prophezeit habe. Ja, ist ja schon gut. Irgendwann muss es wohl raus. Du hast mir gesagt, ich würde die Welt zerstören. Ich will nicht darüber reden. Nein. Du hast mir gesagt, ich würde die Welt, Ja? Du hast mir gesagt, ist das schwer. Es kommt mir einfach nicht über die Lippen. Du hast mir gesagt, ich würde die Welt zerstören. Du hast mir gesagt, ich würde die Welt retten. Ich will nicht darüber reden. Nein, nein, ich bleib ehrlich. Du hast mir gesagt, ich würde die Welt, Was hat der Clown? Was will er mir sagen? Okay. Du hast mir gesagt, ich würde die Welt retten? Du hast mir gesagt, ich würde die Welt retten. Ach, ja? Ja, die Welt retten. Das waren deine Worte. Aber ich weiß nicht so genau, wie ich das anstellen soll. Nun, er ist im Besitz des Flüstersteins? Ja, irgendwie schon. Dann ist die Aufgabe klar. Der Flüsterstein muss nach Corona gebracht werden. Zum Schloss des Königs. Okay. Und dann wird die Welt gerettet und nicht zerstört, richtig? Ja. Wie in der Prophezeiung. Okay, das kann jetzt ganz übel werden. Kann er nämlich, indem er versucht, die Welt zu retten, aus Versehen die Welt zerstören? Was soll ich nochmal tun? Wie komme ich denn nach Corona? Wie komme ich denn nach Corona? Das ist doch garantiert ewig weit weg. Und ich weiß nicht einmal, in welche Richtung ich muss. Ja,
Der Clown wird Hilfe brauchen. Er darf keine Zeit verlieren. Die einzige Möglichkeit ist, Kalida zu finden. Kalida wird ihn nach Corona bringen. Kalida? Wer ist das? Noch ein Orakel? Ich hoffe, sie ist nicht genauso schwer zu finden. Kalida wohnt in der Mitte des Sees. Auf der Insel? Wie soll ich denn da hinkommen? Es ist niemals einfach, sein Schicksal zu erfüllen. Auch wieder wahr. Hast du dich schon mal geirrt? Hast du dich schon mal geirrt? Noch nie. Die Prophezeiungen bewahrheiten sich immer. Aber nicht immer so, wie man es sich vorgestellt hat. Es gibt also einen gewissen Interpretationsspielraum? Worauf will der Clown hinaus? Ach, nichts. Auch nichts. Kannst du nicht den Stein nach Corona bringen? Kannst du nicht den Stein nach Corona bringen? Ich meine, das ist ja wohl kaum eine Aufgabe für einen Clown, oder? Die Verantwortung ist groß. Aber die Prophezeiung irrt nicht. Was habe ich bloß angerichtet? Alles geschieht nach einem Plan. Sorgen sind unnötig. Am Ende wird der Clown die Welt retten, wie es ihm prophezeit wurde. Ja, das macht Mut. Okay, Kalida ist in der Mitte des Sees. Wie komme ich zur Insel? Wie komme ich zur Insel? Ich kann dem Clown auf seinem Weg nicht helfen. Aber er ist der Junge aus der Prophezeiung. Er wird ein Licht finden, das ihn leitet. Ein Licht? Was für ein Licht denn? Dort, wo der Wald am tiefsten ist, wird dem Auserwählten ein Licht den Weg weisen. Mhm. Okay. Ich glaube, ich weiß jetzt, was zu tun ist. Noch nicht genau, aber das sage ich jetzt mal. Ich glaube, ich weiß jetzt, was zu tun ist. Jetzt liegt alles in den Händen des Clowns. Er ist unsere letzte Hoffnung. Glockenschlag, finde selber die richtige Uhrzeit raus. Ah, okay. Spot. Mal, als erstes mal, du hugelst mir ein bisschen hier zu viel rum. Du hast jetzt mal in den normalen Spot wieder verwandelt. So, bist du einfach netter. So, Leute, dann versuche ich mal rauszugehen. Ich werde noch mal kurz mit Ingo und Ralph reden. Hallo, ihr zwei. Ingo, sieh nur, der Clown ist wieder da. Du kannst mir ja viel erzählen. Ich mag die zwei einfach. Ich war bei Shana. Ich war bei Shana. Und, was sagt sie? Hat sie noch das Moos, das sie sich von mir ausgeliehen hat? Ach, das tut doch jetzt nicht zur Sache. Sie wird ihm doch sicherlich etwas prophezeit haben. Ach, eigentlich nicht. Kaum der Rede wert. Umso besser. Die Probleme der Beinwesen interessieren uns sowieso nicht. Richtig, Ralf? Ausnahmsweise richtig, Ingo. Okay. Wisst ihr, wie ich zur Insel komme? Wisst ihr, wie ich zur Insel komme? Zur Insel? Das fragst du einen Stein? Ach, die Insel. Ich war nicht einmal auf der anderen Straßenseite. Ihr Beinwesen mit euren Luxusproblemen. Ihr wisst ja gar nicht, wie gut ihr es habt. Halt den Rand, Ingo. Wir sind Steine. Wir müssen nirgendwo hin. Aber ich will die Welt sehen, Ralf. Die Welt dich aber nicht. Cool. Zurück zu eurem Plan. Zurück zu eurem Plan. Du hast doch niemandem davon erzählt, oder? Ich habe geschwiegen wie ein Stein. Ich warne dich, Grünschnabel. Mach dich nicht über uns lustig, oder du wirst unseren Zorn zu spüren bekommen. Was wollt ihr machen? Mich zu Tode rollen? Lasst uns nicht streiten. Wir müssen uns auf den Plan konzentrieren. Okay. Und nur zur Information. Ich bin kein Grünschnabel. Achso, ich glaube, ich sollte euch lieber nicht helfen, die Welt zu zerstören. Ich glaube, ich sollte euch lieber nicht helfen, die Welt zu zerstören. Zerstören? So ein Unsinn! Wir wollen die Welt nicht zerstören! Wir wollen sie nur versteinern. Um sie zu unterjochen! Denn eine versteinerte Welt wäre für alle von Vorteil. Sie wäre robuster. Sie würde nicht mehr so leicht kaputt gehen, wenn sie irgendwo gegen dotzt? Genau. Und nur zur Information, ich bin kein Grünschnabel. Und nur zur Information, ich bin kein Grünschnabel. Wir werden sehen. Und ob wir das werden. Bestimmt denkt er sogar, dass Shana ein mystisches Schlangenwesen ist. Aber Ralf, Shana ist doch ein mystisches Schlangenwesen. Unsinn. Shana ist natürlich ein Vogel. Du irrst dich. Möglich. Mich würde aber interessieren, was unser Grünschnabel denkt. Also, wer ist Shana? Wir sind gleich wieder in den Fragen. Nein, Shana ist tatsächlich ein mystisches Schlangenwesen. Shana ist ein mystisches Schlangenwesen. Denkst du das also? Interessant. Stell ihm die zweite Frage. Ja,
Da bin ich jetzt auch sehr gespannt. Wie viele Augen haben mehr Augen? Das ist leicht. Es sind natürlich 9. Du bist ein Trottel, Ingo. Mehr Augen haben natürlich nicht 9, sondern 11 Augen. Die Antwort ist 9. Ich bleibe dabei. Nein, es sind 11. Unser grünschnabeliger Freund wird das auch gleich bestätigen. Also, wie viele Augen hat ein Meerauge? Ah, da hätte ich jetzt zu der Statue zurückkehren müssen, um zu gucken, wie viel die hat. Gerade eben hatte Ingo recht mit dem Schlangenwesen. Vielleicht hat ja jetzt Ralph recht. 50-50 Chance. Ich nehme mal die Antwort von Ralph und sag 11. 11. Das ist deine Antwort? Du hast ihn doch gehört. Stell ihm die dritte Frage. Schon gut, drängel nicht so. Die Frage lautet, wo wohnt Kalida? Ich weiß es. Sie wohnt in der Mitte des Sees. Quatsch. Kalida wohnt in einer Höhle. Meinst du? Was ich meine, ist irrelevant. Der Clown soll die Frage beantworten. Also, wo wohnt Kalida? Da hat aber Ingo recht. Sie wohnt in der Mitte des Sees, weil die soll man ja aufsuchen. Vielleicht hatte vorhin ja auch Ingo recht mit der zweiten Frage. Also in der Mitte des Sees. In der Mitte des Sees. Potsdamer, du bist ja doch kein Grünschnabel. Ich habe immer an dich geglaubt. Habe ich es nicht gesagt, Ralf? Ist ja schon gut. Hier, nimm das Steinpulver. Und vergrößere damit die Grenzen unseres Machtbereiches. Okay, bis später. Bis später. Du weißt ja, wo du uns findest. Wir sind Steine. Wir laufen schon nicht weg. Alles klar, Jungs. Steinpulver, kann ich damit was in Stein verwandeln? Wo haben die beiden das bloß herbekommen? Okay, jetzt müssen wir irgendwie zum See. Was ist denn das? Nanu, was ist denn das jetzt schon wieder für eine Kreatur? Wo kommt sie her? Und womit spielt sie da? Okay, guck mal dich mal an. Der sieht eigentlich ehrlich gesagt gar nicht gefährlich, sondern nur süß aus. Schattenmolch. Ein seltsamer kleiner Kerl. Er hält dieses rote Noai-Ei fest umklammert. Er scheint ganz versessen drauf zu sein. Oh, das ist so ein Ding, was wir in die Falle reintun können, die wir beim Zirkus verwenden können. Kann ich es denn ihm wegnehmen? Schon gut. Und sag mal, Spot, kannst du mit ihm reden? Guck mal, Spot, ein neuer Spielkamerad für dich. Wie drollig. Okay, Spot ist auch nicht so begeistert von ihm. Ja, gut. Dann gehe ich jetzt trotzdem mal zum See. Und guck mal, ob ich da irgendwas sehe, wie ich zu Kalida komme. Angucken. Das Wasser sieht ausgesprochen trübe aus. Halt, nein. Das ist nur mein Spiegelbild. Insel? Das ist die Insel, auf der ich Kalida finden soll. Aber wie soll ich da bloß hinkommen? Ich hatte gehofft. Moment mal, das ist doch. Mir fällt gerade was ein. Dieser Ball. Nein, dieses Ei. Zirkus. Angucken, Falle. Die Feuerdrachenfalle ist schon wieder leer. Opa benutzt immer Noai-Eier als Köder. Feuerdrachenfalle. Vielleicht müssen wir einen Feuerdrachen mit diesem Noai-Ei anlocken. Und dann hier können wir mit dem Drachen auf die Insel fliegen. Klingt nach einem verwegenen Plan, Leute, aber es ist ein Plan. Und ob sich dieser Plan bewahrheitet, das sehen wir dann im nächsten Part, hoffe ich, von Let's Play The Whispered World. Leute, spannend, es bleibt spannend. Wir haben Shana kennengelernt und ja, mal sehen, ob wir Feuerdrachen kennenlernen und ob die auch so nett sind und uns den Weltuntergang vorhersagen. Schauen wir mal, Leute. Also,
Bis zum nächsten Mal. Ciao.